Es ist wieder soweit. Ihr seid dran. Deine Runde, ich bewerte, geht in Runde Nummer 6. Ja, jetzt war es ein bisschen ruhig, auch um dieses Format, aber heute seid wieder ihr gefragt, um euch geht es jetzt wieder und ich werde mir heute 5 Runden von euch anschauen, in verschiedenen Simulationen und auf verschiedenen Strecken, in verschiedenen Autos und wir starten direkt mit dem ersten Video, los geht's. Nein, stopp. Und zwar, eine Sache muss ich klären und zwar ist das nämlich die Fragen um andere Simulationen. Ich fahre noch andere Simulationen, plus jetzt gerade habe ich halt Bock auf iRacing, deswegen fahre ich da ein bisschen was, auch deswegen die Livestreams, aber es kommt noch was. Aber da will ich mich richtig damit beschäftigen und nicht so zwischen Tür und Angel, weil ich habe gesagt, wenn ich euch ein Feedback gebe, jetzt dann ein richtiges. Und die Frage zu GT Sport, ja, das will ich gerne machen, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, das ewig erstmal frei zu spielen, dass ich es testen kann. Also deswegen, das ist der Grund, warum ich es noch nicht gebracht habe, weil ich habe, wie gesagt, da keinen Bock drauf habe. Deswegen, es wird aber auf jeden Fall was kommen, aber es könnte vielleicht noch 1-2 Tage dauern auf jeden Fall. Jetzt starten wir aber direkt ins erste Video, los geht's. Und das erste Video, das ist der Striker SR und der hat mir eine Runde aus Macau geschickt und zwar mit der Corvette. Die schauen wir uns jetzt mal an und dann würde ich sagen, auf geht's. Also, Macau, mega geile Strecke, ich bin noch nie dort gefahren. Kurve 1 sieht schon mal gut aus. Da, das läuft, jetzt geht's halt ewig dahinter und dann diese schnelle rechts. Das ist ja da, die nächste rechts, wo der Fantor auf dem Dach sozusagen sich den WM-Titel geholt hat. Vollgas da durch. Normalerweise fahren jetzt alle so ein bisschen in die Mitte rein, weil da eine Bodenwelle ist. Gucken wir mal, brauchst du anscheinend nicht. Gefühlt hast du da ein bisschen früh gebremst und da. Leichter Mauerkontakt, das darfst du nicht so oft machen, mein Freund. Das sah gut aus. Jetzt geht's hier hoch den Berg. Das sieht alles ganz gut aus. Ah, da hättest du noch ein bisschen Schwung mit durchnehmen können durch die Kurve. Ich weiß, du wolltest dich vorbereiten auf diese Links hier. Ah, du bremst irgendwie vor der Kurve zu weit runter. Versuch mal ein bisschen mehr durchzurollen durch die Kurven. Aber jetzt hier wieder runtergebremst und dann wieder losgefahren. Das ist so, sieht ein bisschen unharmonisch aus. Und dann wartest du und gehst wieder ans Gas. Von der Linie her, gut, da gibt es nicht viel Unterschiede. Dieses Runterbremsen. Der nächste Kontakt. Das darfst du echt nicht oft machen. Sonst ist das Ding bald platt. So, an sich sieht es gut aus, aber wie gesagt, für mich bremst du das Auto einfach zu weit nach unten. Also weißt du, du fährst ran an die Kurve, bremst extrem runter und dann musst du viel zu früh wieder ans Gas und dann kriegst du halt auch diese Unruhe ins Auto rein. Passt alles. Jetzt kommen wir natürlich zu einer geilen Stelle hier. Naja, nicht dein Ernst, oder? Du stehst in der Mitte der Kurve. Bist wieder in die Mauer gefahren. Du stehst in der Mitte beim Anfahren, in der Mitte der Straße, kuppelst dann aus und fährst mit durchtretenden Rädern rechts rum. Kollege, fahr nach links raus, dann kommst du da auch rum. Tja, hat die Linie nicht gepasst, da hast du nach innen 2 Meter gehabt oder so. Das kann ich jetzt nicht fassen mit der Spitzkehre, wirklich nicht. Auch hier wieder zu weit runter gebremst und dann spielst du mit dem Gas rum und klar, dann kriegst du untersteuern und dann rutschst du bis ganz nach draußen. Also hör auf mit dem Gas rumzuspielen, beziehungsweise bremst das Auto nicht zu weit runter vor der Kurve. Die nächste Runde geht gleich im Anschluss weiter und zwar gehen wir jetzt nach Spa. Da hat mir der dann Fee91, denn FI91 auf jeden Fall, du weißt wer es ist. Der hat mir eine Runde geschickt aus Spa im AMG GT3 und in der Seto Corsa. Das schauen wir uns jetzt an. So. Okay, durch die Schikane durch. Ich hoffe mal, du machst hier noch vorsichtig. Kannst du schon mal früher ans Gas versuchen, wenn ihr auf eine schnelle Runde geht, die letzte Kurve schön auszuholen, dass ihr früher ans Gas gehen könnt, um den Schwung mitzunehmen. Nicht anhalten, nicht anhalten. Oh, jetzt hast du ja fest angehalten vor der Spitzkehre. Durchrollen, mehr mit Schwung durchrollen durch die Kurve. Also Lassur, es war schon mal nix. Sorry. So, jetzt geht's runter. Rouge. Und voll drauf. Komm, drauf. Ach, das hat sich nur so angehört. Ich dachte, du bist nochmal vom Gas runter. Das hat sich nur so unter Touri angehört. Okay.
Genehmigt. So, die lange gerade nach hinten, die Camel Straight. Ja, hat einen Meter nach innen gefehlt. Die Links hat gepasst. Und hat's Gas. Schade, da hast du Untersteuern gekriegt. Da bist du draußen, hat wieder einen Meter nach innen gefehlt. Nicht beschleunigen beim Reinfahren. Bremst dich rein. Reinbremsen in die Kurve und dann ab mit Scheitelpunkt wieder ans Gas. Warum gehst du vorher ans Gas? Viele von euch machen den Fehler. Die bremsen zu früh, gehen dann nochmal ins Gas beim Reinfahren in die Kurve und wundern sich, warum sie Untersteuern kriegen. Ah, das war okay. Du kannst generell mehr laufen lassen. Einfach mit mehr Schwung überall durchfahren. Bremst dich weiter rein in die Kurve. Von der Linie her ist es okay. Wenn du merkst, du hast Untersteuern, geh mal kurz vom Gas wieder drauf und bleib nicht drauf. Untersteuern geht sonst nicht weg. Und auch ein Fehler, den viele von euch machen, ist, ihr fahrt rein in die Kurve, merkt dann, ah, das passt nicht ganz und geht kurz vor Ende runter vom Gas. Versucht vor dem Scheitelpunkt fertig zu sein mit Verzögern, weil also auch vom Gas runtergehen, Blanchiment passt, vom Gas runter zu gehen und dann den Schwung mit rauszunehmen, das ist wichtig. Ihr verliert jetzt den ganzen Schwung beim Rausbeschleunigen. Na, hier aber auch nicht anhalten in der Schikane. Ah, dieses Gas geben zwischendurch, das macht's unruhig. Also denkt da einfach dran, dass das nicht nochmal passiert und dann wird's auch schneller, auf jeden Fall. Wir bleiben in Assetto Corsa, gehen aber jetzt mit dem Ferrari nach Brands Hatch. Und zwar hat mir da der Tommy eine E-Mail geschickt oder beziehungsweise seine Runde und die schauen wir uns genau jetzt an. Also Brands Hatch, ziemlich geile Strecke, hier Innenstadtziel. Kann man schnell runterfahren, wollte ich sagen. Ja, da kannst du viel mehr Schwung mitnehmen. Lass da mal richtig schön runterfliegen. Auch hier, lass doch schneller durchlaufen, Kollege. Nach außen, das hast du nur über die Lenkung gemacht. Lenkung auf und dann nach außen gefahren. Aber ja, das war okay. Die Kurve ist, links hat gepasst. Aber vorher, die erste rechts und die zweite rechts, die haben, da warst du viel zu lang. Warum bremst du so weit runter? Ach nö. Weißt du, wie viele Sekunden du schon verloren hast? Nur allein durch dieses Runterbremsen. Lass laufen. Lass laufen. Das ist ein Rennauto. Ja, und kein Schleichauto. Der will rennen. Schnell fahren. Ja, das war okay. Und wieder ans Gas. Jetzt lass schön laufen. Und wieder ans Gas. Ja, der hintere Teil, der ist schon besser auf jeden Fall. Aber vorne, das war viel zu weit runtergebremst. So lala. So, letzte Kurve noch. Gucken wir uns an. Und ans Gas! Geh doch einfach ans Gas, Mensch. Also von deinem. Du brauchst doch keine Angst zu haben, das Auto beißt nicht. Also laufen lassen. Und es geht weiter. Diesmal geht's jetzt zu iRacing und der Techie 96 hat mir auch eine Runde geschickt, diesmal vom Porsche Cup. Der war letzte Woche in Suzuka unterwegs und da hat er mir jetzt eine Runde geschickt. Sorry, dass es jetzt ein bisschen spät geworden ist für deine Runde. Aber Techie, wir gucken uns das jetzt an. Und dann geht es jetzt also hier auf die Runde. Und ja, jetzt hast du schon mal ein bisschen Schwung verloren auf jeden Fall. Weil durch dieses Quer, da hast du, siehst du, 0,05, halbes Zehntel, ja, verloren. Lass dann mehr reinlaufen. Viel zu weit innen. Jetzt bist du schon, also du kannst da viel schneller reinlaufen lassen in die ersten beiden Kurven. Später vom Gas gehen hier. Alles im vierten. Bin ich, glaube ich, im vierten durchgefahren. Ich glaube, bin jetzt erst in den dritten gegangen, glaube ich. Ne, ich bin hier oben sogar erst in den dritten gegangen. Also da kannst du, ja, hier bin ich erst in den dritten. Also kannst du bis hier in den vierten laufen lassen. Und jetzt wieder ans Gas. Komm. Ja, das passt. Also unten laufen lassen, einfach schneller in die Kurven rein. Ja. Ja, das war schon besser. So meine ich das. Du musst auch den Anfang fahren. Ein bisschen einfach rollen lassen, das Ganze.
Ah, da kannst du schneller reinfahren und dich dann hier schön innen reinbremsen. Erster, zweiter Gang, musst du gucken, wie es da besser passt. Zu weit innen gewesen, zu früh innen gewesen, deswegen versuche davon weiter außen zu kommen und jetzt hier dann im dritten Gang raus beschleunigen. Bist du zu spät am Gas gewesen, warst zu weit innen, also von daher hast du jetzt den ganzen Schwung wieder verloren. Den ganzen Vorsprung, den du hattest, futsch. So, die letzten zwei Kurven. Oh, das war okay. Kannst du noch ein bisschen schneller durchfahren auch. Ja, das war schon mal hier besser als in deiner Runde, wo du losgestartet bist. Aber versuch du auch, einfach ein bisschen das Ganze weiter reinlaufen zu lassen in die Kurven. Und last but not least haben wir so einen kleinen Exoten darunter. The Racing Bro hat mir geschrieben, geschickt eine Runde am Nürburgring mit dem Scuderia Cameron Klickenhaus, der SCG 003C. Mit dem ist er gefahren und in Assetto Corsa und los geht's. Erstmal schön mit Wheelspin anfahren. Da! So, das wäre jetzt schon mal von zu weit außen angefahren, aber zählen wir noch nicht rein. Krass, dieser Blendeffekt in Assetto. Also so krass ist es im richtigen Auto nicht. Kann sein, dass es im Klickenhaus so ist, aber bei uns nicht. Es wird knapp. Wo willst du hin? Oh, das haben wir noch gerade so gerettet, mein Freund. War okay. Nicht merken, nicht beschleunigen beim Reinfahren. Mann! Oh, du fährst so schnell rein in die Kurve, gehst dann sogar nochmal ans Gas. Oh, dann kriegst du Untersteuern wie die Sau. Nicht machen. Einfach reinbremsen, auch mit dem Klickenhaus kann man das machen. Nicht, siehst du, warum gehst du da ans Gas? Du kriegst einfach nochmal untersteuern. Lass es. Das war besser. Dieses Anbremsen, ans Gas gehen, nochmal bremsen, das ist Schwachsinn. Reinbremsen bis zum Scheidepunkt. Auch dieses ans Gas gehen. Ich weiß nicht, ob du ein Telegramm schickst hier so, weil das so sieht das doch geil aus, wie hier durch Schumacher S, sowas gut. Jawohl, kannst du Streckenbeine ein bisschen weiter außen nutzen. Und hier, was waren das, 3 Meter nach innen, hast du da vollkommen verschenkt. Also mit dir ist das Hauptproblem dieses Anbremsen, krass, das waren heute fast alle Videos irgendwie mit dem Anbremsen. Warum? Dann bremst doch später. Bremst später und dann gehst du am Scheidepunkt ans Gas. Das ist wirklich das Hauptproblem. Versuch das auf jeden Fall mal durchzuziehen und wirst sehen, du wirst viel, viel schneller sein auf jeden Fall. Eieiei, was waren das heute wieder für Runden? Also, ich finde es mega cool, dass ihr mir das schickt. Aber ihr merkt, es sind schon so ein paar Fehler, die so generell gerne gemacht werden. Aber nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier so ausraste bei euren Videos, bei euren Bewertungen. Aber manchmal ist es so, das ist für mich halt irgendwie schwierig, weil es sind für mich als Rennfahrer logischerweise sind es halt logische Dinge. Klar, ihr müsst lernen, deswegen machen wir die ganze Sache ja auch. Aber ich hoffe, ihr seid ein bisschen belustigt auch dadurch, durch meine Reaktion. Und wenn es euch schneller macht, dann ist es ja umso besser. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, gebt wieder einen Daumen nach oben. Und ich glaube, ich setze mich gleich nochmal ein bisschen in meinen Simulator und versuche das mal auch hier umzusetzen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.